Hallo? So, mal ganz kurz die Konsole starten und dann geht das hier auch gleich los. Ja, Bombenvorbereitung. Gut, wir müssen noch ein bisschen warten. Ist ja wieder mal Bombe. Ja, WoW aktualisiert sich. Diablo aktualisiert sich jetzt auch erstmal schnell. Schön. Eigentlich wollte ich ja mit WoW heute noch weitermachen. Aber nach mehreren Tagen Inaktivität hat sich das ein bisschen. Ja. Da kommen ein paar Updates. Und jetzt dachte ich, mach's ein bisschen Diablo 3, aber Diablo 3 braucht jetzt auch noch ein Update. Schön. Dann warten wir mal. Jetzt aber. Bitte. So. Das sieht hoffentlich gut aus. Ja. Warum Diablo? Kommen wir später vielleicht nochmal dazu. Mal gucken, vielleicht muss ich die Kamera vielleicht noch ein bisschen woanders hinpacken. Schieben wir uns mal nach da oben. Was soll ich lernen? Nichts. So.
Wir müssen kurz überlegen, wo kommen wir denn? Wir müssen ins Hochland. Ja. Ich muss gerade erstmal. Dafür brauche ich eine frische Leiche. Muss gerade erstmal wieder kurz reinkommen. Doch schon etwas länger nicht mehr online. Ganz kurz mal. Karte. Genau, so. Alles klar. So. Ups. Eine Leiche. Das ist unmöglich. Gut, ja. Na, mal gucken. Ob das hier jetzt was wird oder ob wir gnadenlos scheitern werden. Ich brauche eine Leiche. Ganz schön laut. Ich schau mal da ein bisschen den Sound so unten. So. Ja, warum jetzt hier die Diablo 3? Warum jetzt hier mittendrin? Ich hatte ja, als ich angefangen habe, alles so ein bisschen auf. Ich brauche eine Leiche. Alles auf jedem Krankenkammer so ein bisschen gebündelt. War dann irgendwann so nach ein paar Gesprächen so, oh, nee, mach mal eine Trennung. Und ich gehe dann erst auf zu gucken, wie ich mich auch nicht habe ich das Ganze getrennt. Wir waren aber schon neun Folgen vom Diablo hier auf dem anderen Kanal und habe jetzt irgendwie Ewigkeiten überlegt, wie findest du einen Einstieg? Habe ich da dazu entschieden. Immer so einen kleinen. Ich streame mich durch die Welt, Tag zu machen. Wird nicht den ganzen Tag gehen, wird immer wieder mal Unterbrechungen geben. Ich habe auch ein bisschen was zu tun. Das geht nicht ohne Leiche. Ich stelle fest, ich kann mit Kämpfen nicht sprechen. Das ist, also auf meinen Ohren ist es zu laut. Ich weiß nicht, wie es rüberkommt. Das werde ich erst in der Nachbereitung sehen. Das wird nichts. Das geht nicht ohne Leiche. Das kann ich nicht tun. Nein. Ich werde heute auch mal ein bisschen was für den anderen Kanal aufnehmen. Ist ja ein bisschen kalt die Tage draußen und ist ja ein bisschen kalt die Tage draußen und deswegen ist halt Outdoor momentan nicht so viel möglich. Beim letzten Mal die Kameras haben so ein bisschen in der Kälte versagt. Airsoft ist momentan auch nicht möglich. Wir haben teilweise bis zu minus 11 Grad draußen. Ja, da wird halt noch wahrscheinlich, wenn es die Zeit zulässt. Also ich muss jetzt sowieso noch ein paar Sachen vorbereiten, ich muss den Heli nochmal anpassen. Muss den Heli noch anpassen und warum ist der eigentlich so schlecht? Was ist das? Ja. Da habe ich so ein bisschen geschockt.
Das ist der. Okay, nee, ich war gerade ein bisschen geschockt, warum der so in meinen Augen schlecht ausgerüstet war. Aber ist der Charakter. Ja, ja, ich muss den Gili noch ein bisschen anpassen. Ich will den für ein Video nutzen. Dafür muss aber noch ein bisschen. Dafür brauche ich eine frische Leiche. Das wird nichts. Nein, ich muss den Gili noch ein bisschen anpassen. Ich muss noch ein bisschen was daran rumbasteln und machen und tun. Muss ich noch ein bisschen verschönern, bevor dann das Video gedreht werden kann. Das ist heute eigentlich mein Das Plan. Wird nichts. Weiß nicht, inwiefern der mit den Weihnachtsvorbereitungen kollidiert. Mit den Weihnachtsvorbereitungen kollidiert, deswegen. Ich brauche eine Leiche. Auf jeden Fall jetzt erstmal eine kleine Runde Diablo 3. Ich habe ja jetzt vor kurzem schon FIFA 17 mal gemacht. Ja, habe halt kein Geld, um mir das neue zu leisten. Nein. Warum FIFA 17? Ich freue mich zu berichten, dass ich den Willen der Gefangenen aus Wortham gebrochen habe. Die Worte flossen aus ihren Mündern wie Blut aus einer Wunde. Das geht nicht ohne Leiche. Das ist unmöglich. Ja, warum FIFA 17? Aus dem einfachen Grund, dass ich dieses Prinzip der Journey ganz cool fand. Ich meine, ich habe schon vorher hier normale, ich erstelle mir einen Charakter und spiele dann. Das geht nicht ohne Leiche. Geschichten gemacht. Nein. Die normale Karriere mal gespielt, war ganz schön, war ganz lustig. Dann kam irgendwann ja dieses Ding der Journey raus. War ich erst so skeptisch, dann habe ich bei einem großen YouTuber, der Let's Plays macht, mal zugeguckt, wie er das hat spielen lassen. Er hat es nämlich selber gespielt. Also offiziell schon, aber egal, wer es geguckt hat, weiß es, was ich meine. Und war relativ angetan von diesem Spielmodus. Hat das jetzt auch mal gemacht. Wie gesagt, FIFA 17. Bin damit durch. Die Videos kommen noch jeden Tag um 17 Uhr. Das geht noch so bis Mitte Januar. Muss auch noch die letzten Videos vorbereiten. So weit war ich jetzt noch nicht. Das kann ich nicht tun. Ja, musst du das Video noch vorbereiten? Das kann ich nicht tun. Haben parallel schon mal so ein bisschen angetestet. War ja mit FIFA 17 die Journey. Das ist unmöglich. Die Journey von Alexander war nicht zu Ende. Die geht ja, wie er es gespielt hat. Und nein. FIFA 18, das ist jetzt das nächste, was ich relativ zeitnah durchspielen werde. Ich weiß nicht, ob die Story genauso schnell geht wie bei FIFA 17. Wobei ich sagen muss, bei FIFA 17 das kann ich nicht tun.
Ich habe jetzt schon mal den Alexander aus 17 in FIFA 18 übertragen. Das war ja, ist ja möglich. Habe auch schon angefangen, habe schon die erste. Schöne, das kann ich nicht tun. Werde dann jetzt die Tage weiter machen, aufnehmen. Es ist jetzt zum Glück bald Urlaub. Nein, werde dann die Tage weiter aufnehmen, werde schauen, dass ich das auch so durchbekomme, dass wir vielleicht so Mitte März durch sind mit FIFA 18. Dann habe ich ein bisschen gegoogelt, ein bisschen geguckt und dachte, okay, alles klar, du weißt schon, FIFA 17, die besten. FIFA 18. Was ist, geht die Journey noch weiter? Ja, sie geht weiter. Ich muss bloß noch an das Spiel kommen. FIFA 90 wird es dann jetzt auch noch demnächst geben. Das ist dann der dritte und letzte Teil der Journey. Dann hat das leider, wurde es leider nicht weiter verfolgt. Da waren wir dann fertig. Ja. Da werden wir noch welche FIFA 19 fertig machen. Und dann war es das auch schon mit FIFA. Vielleicht noch so ein bisschen hier und da, so ein paar kleine Spiele, ob ich mir das neue hole. Bin ganz ehrlich, seitdem einige Spiele auf den Markt gekommen sind und so viele so gehypt wurden und so viele Kinderkrankheiten hatten, also, und dann am Ende. Geliebte oder attraktive weibliche Begleiter? Nein. Nicht wütend werden, ich will euch doch nur besser kennenlernen. Bin ich nicht mehr so der Freund von, ich kaufe mir das jetzt sofort. Deswegen. Ja, wird deswegen wahrscheinlich nicht das neueste FIFA geben. Ja, warum jetzt das hier? Warum jetzt hier Diablo? Ich habe die Woche ganz gefolgt. Ich brauche eine Leiche. Das kann ich nicht tun. Nicht das Ende. Ich habe ja sowieso schon hier Diablo gespielt und war ja auch schon in einer Folge, glaube ich, haben wir schon produziert, seht ihr auch, wie weit der Charakter ist. Ich bin tatsächlich, ich habe das Spiel schon mindestens dreimal durchgespielt. In verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Das ist jetzt nicht so und ich habe nicht so schwer. Und ich habe auch schon etwas längere Geschichte mit Diablo am Laufen. Also ich weiß, gerade eben bevor ich angefangen habe, überlegt, immer so nachzuvollziehen. Es gibt eine neue Figur in unserem Spiel. Ein Mädchen namens Lea. Meine Spione sagen mir, dass sie das Kind der Hexe Adria ist, die sich in der Wüste um Caldeum verbirgt. Überbringt diese Nachricht sofort dem Meister. Ja, ich habe vorhin so überlegt, bevor wir angefangen haben, mich zurückzuhalten, dass ich angefangen habe, Diablo. Und ich kann mich erinnern, es muss so, als ich 10 war, war so, ja, ein Kumpel hat eine PlayStation 1 bekommen, aber geil. Nein. Und die haben angefangen mit Diablo 1. Ganz klassisch, Diablo 1. Ist er jetzt wieder remastered, also, und ich hab's auch auf dem PC. Zu liegen. Zum Spielen. Sie haben uns schreckliche Dinge angetan. Bald werdet ihr euren Frieden finden. Ist vor kurzem ein neuer Gefangener angekommen. Ja, der Mann mit den goldenen Augen. Ich habe gesehen, wie Magda ihn in Leoriks alte Folterkammern gebracht hat. Unter uns. Nein, ganz klassisch angefangen mit Diablo 1. Auf der PlayStation 1 von einem Kumpel hat das, wie gesagt, auch auf dem PC jetzt die Remastered-Version und wir haben damals halt
das Ding gesuchtet. Wir haben halt auch diese Funktion genutzt. Speicher deinen Charakter, fange von vorne an. Ich wusste ja, dass Leo Rick war, aber das ist. Damit waren wir halt auch die Helden, ne? Wir waren High-End-Level. Ich glaube, wir haben Ewigkeiten gebraucht, bis wir die alle besiegt haben. Das wird nichts. Und als wir ihn dann endlich besiegt hatten, haben wir halt den Charakter so vor Ort genommen. Ich brauche eine Leiche. Genommen und wieder von vorne angefangen mit diesem zweiten Charakter. Nein. Das ging ewig so. So, dann kam irgendwann die alle zwei. Das kann ich nicht tun. Kann irgendwann die Ablo 2 für einen PC. Ja, ich war halt nie so der. Das wird nichts. Also lieber PC und Konsolen. Gut, also irgendwas immer, was ich hatte, war ein Gameboy. Und war dann eher so schon der. Nein. Gehypte und. Da war es so, dass er halt auf dem PC Ablo 2 hatte und. Ich halt noch nicht. Ich hatte echt meinen eigenen Computer und dann war es immer so bei meinem Vater von der Arbeit, wenn man halt PCs ein PC ausgerufen hat, dann kannst du von PCs Geld mit PC kaufen und mein Vater hatte dann das Holzbild mit Diablo. Und er wusste auch, was ein PC. Also den kann man als Diablo 2 rausgekommen. Das kann ich nicht tun. Als Diablo 2 rauskam, hat er dann halt den PC auf der Arbeit abholen lassen, hat Diablo besorgt und Diablo 2 besorgt und hat mir dann halt einen PC mit Diablo 2 hingestellt, so einen alten Arbeits-PC. War mega geil. War das halt ein PC und als ich dann in der Gruppe war, immer eine Diskette mitgehabt, hab dort meinen Charakter bei meiner Gruppe gespielt. Auf den Abend, es ist unmöglich. Auf eine Diskette gepackt, hab die Diskette mit nach Hause genommen, hab die PC geschickt und hab den Charakter mal in den Band gelevelt. Also das ging damals. Da gab es auch eine Zeit lang so einen Handel mit Charakteren. Also ich weiß ja nicht, ob das. Ja, was jetzt von uns war, aber ich kann mich daran erinnern, auf dem Schulhof, man hat eine Diskette. Das wird nicht. Eine Diskette mit einem Charakter bekommen. Ich brauche eine Leiche. Mit der Bitte, ich habe nicht so viel Zeit, ich darf auch nicht so viel spielen, das tut mich mal. Das kann ich nicht tun. Und kannst mir den abschalten. Hast du dich halt hingesetzt, hast den auf einen, die Diskette in deinen PC gesteckt und das hast du losgelegt, ne? Und hast den Charakter aufgelevelt. Also, so lief das damals. Naja, ist heute gar nicht mehr möglich, ne? Aber ja, und dann kam Lord of Destruction, das war also für mich das war das Ende, also ich hab's gespielt, ja, na klar. Das ist unmöglich. Ich hab's gespielt, ja, ich hab's durchgespielt. Ich bin überzeugt, dass eine übelwollende Macht sich bemüht, mir die Kontrolle über meine Gedanken zu entreißen. Stimmen befehlen mir entsetzliche Handlungen. Manchmal scheine ich die Gewalt über meinen Körper zu verlieren. Lazarus weiß Bescheid. So viel ist klar. Er blickt mich auf seltsame Art an, wenn er mich abgelenkt wählt. Ja, dann kam Lord of Destruction. Schon alleine aufgrund der Druiden, die gesucht wird. Ich fand das Prinzip des Druiden geil. Auch komplett durchgesucht und eigentlich so bis dann Diablo kam. Also Diablo das Spiel schlechthin. Ne? Ja, dann sind jetzt alle Teile wieder neu aufgelegt. Also, PC. Mir ist gar nicht so sicher. Ja. Und jetzt Teil 4. Genau. Wird eigentlich in der Geschichte. Teil 4. Ich habe davon gehört. Ich habe aber mich damit noch nicht beschäftigt.
weil aktuell andere Dinge so ein bisschen mehr im Fokus standen, stehen, wie auch immer. Ich brauche eine Leiche. Warum ist so? Ich hab davon gehört. Ich krieg ja auch ständig E-Mails von Blizzard. Ich lasse durch Diablo und eine Menge Geld, durch WoW eine Menge Geld bei diesem Verein und habe natürlich eine E-Mail bekommen, dass da was kommt. Dass da was kommt. Und, das kann ich nicht tun. Nee, dass da was kommt, aber die Position ist klar, ich muss sie dir mal angucken. Nein. Bitte, was? Diablo 4 waren wir, genau. Ja, ich habe davon gehört, ich habe E-Mails bekommen. Ich werde es mir jetzt mal, sofern es die Zeit für das Ziel ist, mal viele Mythe für den Waffen bekommen. Oder was es wird. Und dann schauen wir mal. Vielleicht. Wie ich mich kenne, das ist die Sicherheit, aber erstmal sage ich vielleicht. Nicht sofort, nicht gleich. Aber bestimmt irgendwann im Laufe des nächsten Jahres. Das kann ich nicht tun. Ich bin mal den Tod gerade so geschockt. Nein. Das ist noch nicht so weit. Nein. So. Warum jetzt den Totenbeschwörer? Das wird nichts. Ich bin eigentlich so der Barbarenspieler. Ich muss irgendwie in diesem Fall. Das ist unmöglich. Haben mir die Barbaren nicht so zugesagt. Und mein zweit Charakter. Das kann ich nicht tun. Zwei Tage aufgrund der Fähigkeiten war schon immer irgendwie der Totenmann. Aber hier ist einfach diese Art und Weise, Skelette und na, fand ich schon immer geil, wie man ihn spielen kann. Und deswegen war es jetzt hier auch relativ schnell klar, es wird wieder der Totenbeschwörer für jemanden. Das kann ich nicht tun. Das wird nicht. Das ist unmöglich. Das
ist unmöglich. Ich glaube, es war diese Kugel vor mir, und zwar die Kugel, die mich davon kurz mal aus dem Leben geschossen hat. So, nee, Todesbeschwörer war immer schon so ein bisschen so, so spielt sich bestimmt gut, oder spielt sich gut und hat auch schöne viele Fähigkeiten mit der Erweckungsbonus. Also damals war es noch Knochenspeer und was nicht alles da kam. Nee, und deswegen war hier klar, ja, nehmen wir den wieder. Will ich sagen, spielt sich am einfachsten, sonst wäre ich jetzt hier gerade nicht gestorben, aber nein. Das waren alle. Glaubst du, das waren noch lange nicht alle. Wir haben noch massenhaft zu tun. Ja, als ich dann jetzt vor kurzem wieder mal dieses Remastered angefangen habe, die erste Realität war bloß größer. Und da war das dann wieder so, oh, das Ganze wird besser. Ja, das war doch gut. Das ist unmöglich. Nicht tun. Wie viele kommen dann? Ja, was? Ich bin immer, schwanke immer so zwischen, ich gehe überall hin und manchmal habe ich auch gar keinen Bock, mir alles genau anzugucken und dann festzustellen, so wie jetzt kommst du da raus, wo du schon warst. Ja, manchmal erkunde ich das ganze Dungeon und schlage mich halt einfach nur schnell durch, weil ich vermisse jede Bauerntochter. Ungefähr weiß, wo ich hin muss. Das kann ich nicht tun. So, das war hier die Schneidermann und die Sackgasse. Ja, wie gesagt, heute wird es so ein bisschen immer so, mal so, mal so, mal gucken, welches Spiel als nächstes dann. Ich bin hier drin gefangen! In der eisernen Jungfrau! Jo, Pech für dich. Ja, mal gucken, was wir nachher spielen werden. Also ich werde natürlich den Stream dann platt machen. Und werde dann neu starten und dann ich muss halt gucken. Mal ein bisschen was zu tun, noch ein bisschen was zu machen. Zu tun. So. Das ist halt bloß der Runde-Vogel. Warum kommst du nicht raus? Das wird nichts. Das ist unmöglich. Ah, wieder so eine schöne Kugel. Die Kerkermeister haben mir diese Runen ins Fleisch gebrannt. Sie sagen, dass die Folter und dunkle Magie uns in dämonische Sklaven von König Leoric verwandeln werden. Was für lächerliche Lügen. Schmerzen. Unerträglich. Kann nicht. Die Götter euch segnen.
Ich war mir sicher, dass ich darin sterben würde. Mir kamen Gerüchte zu Ohren, nach denen es hier immense Schätze zu finden gibt. Und dumm wie ich bin, habe ich ihnen geglaubt. Weiß nicht, wie ich auf die Idee kam, dass sie vielleicht in einer eisernen Jungfrau sein könnten. Alles, an das ich denken konnte, als ich in der schrecklichen Dunkelheit gefangen saß, war, dass niemand jemals wissen würde, was mit mir geschehen ist. Das kann ich nicht tun. Meine. Wir wissen aber, ohne Anschluss ist da oben. So, Hochlandpass. Explosion ist schon gleich eine Explosion, aber was das war, das ist schon. Nein. Das hat schon was. Das wird nichts. Oh, das wird nichts. Das ist schon. Jetzt Level up zwitschern. Ist unmöglich. Nein. Oh, der Kopflose nicht. Ich bin Acilla, einst Gemahlin meines geliebten Leorix. Meine Diener und ich wurden Opfer seines Wahnsinns. Nun gebe ich euch meinen Segen, Held, um mein Gefolge von seinem ewigen Leid zu erlösen. Das kann ich nicht tun. Muss denn hier jemand zum Erlösen? Das ist unmöglich. Wie komme ich denn da rein? Reiset Akara! Ja, machen wir. Das wird nichts. Und die kommt da rein. Da. Gut. Das ist unmöglich. Freiheit! Nach so langer Zeit! Freiheit! Freiheit. Ich. Das ist unmöglich. Ich
Das ist unmöglich. Gefängnisse noch nie gefallen. Nein. Das wird nichts. So, ist hier, ja, das ist die Wahrheit, wo man noch steht. Reise, Akara! Das wird nichts. Ja, nur noch. Jetzt alle hier unten. Oh, dann alle hier. Und, okay, wo scheint das noch besser? Ich bin frei! Ja. Warum? Es ist jemand und. So, wir wollen ein bisschen aussortieren hier. Anscheinend haben wir doch nicht so viel Platz. Muss beim nächsten Mal ein bisschen verkaufen gehen. Das nächste, na, das nächste Mal zurück in der Stadt sind. Geldtechnisch müssen wir uns ja gar keine Sorgen machen. Wenn man unten sieht, hier 500.000. Zeigt ihm keine Gnade! Ja, keine Gnade, nein. 500.000 Euro, keine Sorgen machen. Reiset Akara! So, einer ist es noch. Ich weiß nicht, habe ich den jetzt gerade schon gesehen? Meine Diener sind nun frei, doch der Fluch lastet weiterhin auf diesem Ort. Echt? Ist ja doof, ne? Das heißt, wir müssen jetzt doch wieder.
denn da in die Mitte? Naja, aber den Typ nicht schon geklatscht. Ja, schau mal. Was da jetzt gleich passiert. So. Bin ich denn der Einzige hier? Muss ich alles selbst machen? So sei es. Stellt euch und büßt eure Sünden. Das kann ich nicht tun. Okay, ja. Habe jetzt ein bisschen mehr erwartet. Okay. Ich habe das ja eigentlich schon mal durchgespielt. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen. Fahr da nicht mal mehr. So wenn ich an Diablo 2 zurückerinnere, den ersten Bosskampf. Das wird nichts. Den ersten Bosskampf gegen. Nein. Ich habe mich da vorbereitet. Das war ein Graus. War spannend, aber war ein Graus. Ich habe mich vorbereitet, da habe ich Geld gesammelt. Ich habe jedes Level 8-mal vorher gemacht. Bin noch zigtausendmal rumgerannt, war glaube ich schon. Ich hatte damals eine Zeitung gehabt, wo drin stand, welche empfohlene Level für was. Sein sollte, war massig über den empfohlenen Level und bin trotzdem gestorben. Nein, und Tränke gekauft und. Stirbt man aber nicht auf eine Kugel. Das kann ich nicht tun. Mein König, die Gefangene ist bereit, so wie ihr verlangt habt. Hab Dank, Lazarus. Eure Loyalität ist von unschätzbarem Wert inmitten all dieser Verräter. Und ihr, meine Liebe, meine eigene Ehefrau und Königin, die ihr ein Komplott gegen unser Königreich geschmiedet habt. Mein Liebster, ich schwöre, ich habe euch nie hintergangen. Lügen bis zum Schluss. Der Zeitpunkt für das wahre Erwachen meines Herrn steht unmittelbar bevor. Dieser Narr Leoric konnte ihm nur widerstehen, weil er noch nicht über seine volle Macht verfügte. Nun, da die Königin als Verräterin ausgeschaltet ist, kann ich mich voll darauf konzentrieren, den Jungen für die Ankunft meines Herrn vorzubereiten. Das wird nicht. Dieser Boss, den wir hier gerade mit dem Heizkäfer gesagt haben, der sieht aber ganz schnell so aus, ich bin nicht aktiviert. Der ist ein Standard. Mob dauert ewig. Das ist unmöglich. Auch wenn meine Berater mich bitten, die Entscheidung rückgängig zu machen. Ich werde die Hinrichtungen der Verschwörer durchführen.
Vielleicht sorgen sie sich bereits, dass ich als nächstes sie ins Auge fasse und ihre ruchlosen, verräterischen Pläne aufdecken werde. Nur Lazarus kann ich noch trauen. Nee, gerade den nicht. Nein. Oh, da leider finde ich das Gold. Das kann ich nicht tun. Ganz praktisch das kleine Ding. Das kann ich nicht tun. So, wir wollen mehr verkaufen, ne? Da ist die Chance. Aber mal gucken, was ist das hier? Jo, gehört es mir. So. So, kann man hier irgendwas ausbilden? Nee, aktuell nicht. Gut. Inventar ist wieder leer. Sieht gut aus und wir gehen zurück. Das ist unmöglich. Es ist immer alles unmöglich, diese Arbeit. Das wird nichts. Guck ich euch was. Das kann ich nicht tun. Der ist immer so negativ eingestellt, dieser Kugelschmerz. Das kann ich nicht tun. Das ist schon ein Witz, bloß nicht. Das kann ich nicht tun. Diese Arbeitsmoral von dem Herrn, das ist echt, ja, ich weiß, ich reg mich jetzt schon wieder über diese Arbeitsmoral. Leoric hatte mehr Gefangene in seinem als andere Herrscher in ihrem gesamten Königreich. Okay, falsch gelaufen. Und zwar richtig. Fertigkeit soll ich benutzen? Das
deswegen wird sie mich die ganze Zeit vorne hören. Oder was? Aus dir wird noch eine großartige Leiche. Das kann ich nicht tun. Nein. So. Ja. Ihr scheint Angst zu haben. Nein, ich habe mich nur gefragt, warum ihr so. Lea ist sicher zurück in Tristram und heult sich über der Leiche des alten Mannes die Augen aus dem Kopf. Schon bald wird sie wegen noch jemandem weinen können. Deinetwegen. Ich darf vorstellen, der Schlechter. Angenehm. Frischfleisch. Frischfleisch. Das ist nicht wahr, aber ich weiß, dass ich das überhaupt nicht mehr ausreichen konnte. Genau. Ich habe Hunger, brauche Fleisch. Dank, dass das vorbei ist. Ich bin bereit, um euch halbe Hälfte zu machen. Die eine Hälfte nehme ich jetzt und die andere, wenn wir in die Stadt zurückkommen. Ja. Nee. Kannst abschmatzen, Kollege Schnürschuh. Diese Treppen erinnern mich an das Ende von Diablo 2. Das waren auch so eine Treppen und hin und her gelaufen und.
Das kann ich nicht tun. Ich sterbe. Hier, euer Schwert. Mein Schwert. Jetzt erinnere ich mich. Ich war ein Erzengel der hohen Himmel. Ich war die Verkörperung der Gerechtigkeit. Ich war. Ich bin. Tyrael. Jo, angenehm. Totenbeschwörer. Ihr habt meinen Geist wiederhergestellt, Freund. Und nun erinnere ich mich, wovor ich euch warnen wollte. Belial und Asmodan, die letzten Herrscher der Hölle, entfesseln eine Flut der Dunkelheit, die diese Welt ertränken wird. Schon jetzt ist Belials Schatten über Chaldeum gefallen. Die Priester von Ratma hatten befürchtet, dass dies passieren würde. Wir müssen schnell handeln. Lasst uns nach Tristram zurückkehren und uns vorbereiten. Die Zeit wird knapp, Freunde. In eben diesem Moment wächst Belials Einfluss in ganz Chaldeum. Aber wie sollen wir ihn aufspüren? Das ist gar nicht nötig. Magda und ihr dunkler Zirkel werden uns direkt zu ihm führen. Ich gehe nirgendwo hin, bevor Onkel Deckard seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Dafür ist genug Zeit. Ich habe eine Karawane angefordert, die uns nach Osten führen soll. Sprecht mit dem Karawanenmeister, sobald ihr bereit für den Aufbruch seid. Wir kümmern uns dann um Kane. So, nee. Doch noch mal ein bisschen was verkaufen. Ich habe ein paar ja, du hast brandneue Geschichten. Ich habe brandneue Geschichten und du musst sie mir alle abkaufen. Du solltest sie dir mal ansehen. Also besuch die Krone, die kriegst du nicht. Für wen war das nochmal? Kreuzritter, ah nee. Alles klar. Lebt wohl, Beschützer von Jo, nochmal alles reparieren. Sollen wir nach Chaldeum aufbrechen, mein Freund? Ja, was soll's, ne? Müssen wir ja. Wollen ja vorwärts kommen. Geschichten. Mein Onkel hat gesehen, was er wollte. Deckard hat viel geopfert, um diese Welt zu schützen. Sein Werk ist nicht vollendet. Was wisst ihr schon von Aufopferung? Tyrael! Das uralte Gesetz der Himmel untersagt uns strikt, uns in die sterbliche Welt einzumischen. Und doch habt ihr es getan! Schamlos! Mein einziger Wunsch, Imperius, ist Gerechtigkeit. Während ihr euch feige hinter eurem Thron versteckt. Schweigt! Ihr werdet nun für eure Vergehen büßen. Mich nicht richten. Ich bin die Gerechtigkeit selbst. Wir sind zu Höherem bestimmt, dazu die Unschuldigen zu schützen. Aber wenn unsere Gesetze euch alle zur Untätigkeit verdammen, werde ich nicht mehr euer Bruder sein.
Ihr wolltet ein Sterblicher werden? Sakrileg! Ich habe sie nie geglaubt. All deine Geschichten, all die Arbeit, nie vollendet. Ich werde sie vollenden. Ich führe sie für dich fort. Ich muss Tristram hinter mir lassen. Denn in Caldeum wartet ein noch größeres Übel auf mich. Der Herr der Lügen hat sich dort eingenistet. Irgendwo in dieser gewaltigen Stadt. Ja, also, Cinematics, muss ich sagen, kann Blizzard. Jedes Mal wieder ein Fest dazu zu gucken. Ja, später vielleicht. So, bist du? Bist du? Ja, du bist mit mir. Du bist nicht mitgekommen. So. Ah, da. So. Da wären wir. Caldeum. Das Juwel des Ostens. Onkel Deckard hat diesen Ort geliebt. Das würde er jetzt nicht mehr. Da Caldeum nun unter Belials Bann liegt. Dem Herrn der Lügen. Ich kann seinen Gestank in der Luft riechen. Wir sollten uns besser aufteilen. Ihr beide sucht nach Belial. Ich werde mich auf die Jagd nach Magda machen. Es sind keine Wachen in der Nähe, oder? Gut, weil ich... Möge die Gnade der Uralten eure Seele erwärmen und Rechtschaffenheit euch durchdringen. Jo, danke. Bewacht ihr die Flüchtlinge da drüben? Ich bin keine Wache. Ich bin Ashara, Kommandantin der Eisenwölfe. Wir haben diese Flüchtlinge vor Magdas dunklem Zirkel gerettet, der in diesem Augenblick Chaos und Verwüstung in den Grenzgebieten anrichtet. Wann habt ihr sie zuletzt gesehen? Sie ist auf dem Weg nach Alkanus. Aber sie hat die Straße hinter sich blockiert. Es gibt allerdings noch einen anderen Weg. Durch den Außenposten von Kasim.
Tyrael und ich haben herausgefunden, dass der Kaiser die Eisenwölfe, während sie in der Wüste gegen Magda kämpften, mit kaiserlichen Wachen ersetzt hat. Und diese hindern jeden am Betreten der Innenstadt. Ich vermute, dass die Eisenwölfe ausgesandt wurden, um zu sterben. Belial hat seinen Schachzug gemacht. Wir müssen einen Weg in die Stadt finden. Als Kind habe ich Caldeum erkundet, während Onkel Deckard hier forschte. Ich kann durch die Kanalisation hineingelangen. Aber seht zu, dass ihr in einem Stück wieder dort herauskommt. Seid vorsichtig, Alka. Arnus hört sich an, als wäre es eine Falle von Magda. Dieses Tor führt nach Alkarnus. Ihr werdet der langen Straße folgen müssen. Über die Brücke, über die Schlucht Etwas hinweg. Etwas sagt mir, dass das hier eine interessante Reise wird. Seht euch vor, Reisender. Kultisten bewachen diese Wüstenstraßen und sie töten jeden, der auf ihnen unterwegs ist. Ich werde sie davon abhalten. Dann dürft ihr nicht allein losziehen. Ich werde euch begleiten. Na, wenn das nicht mein Glückstag ist. Dort draußen gibt es Illusionen. Manchen kommen sie wie Luftspiegelung vor, aber ich durchschaue sie. Es sind die üblen Machenschaften des Zirkels. Sie werden euch in den Tod führen. Ich verstehe. Aber mein Tod wartet an einem anderen Ort auf mich. Das war immer mit meinem Ruin gemachten Zeitpunkt. Das ist unmöglich. Das kann ich nicht tun. Also, sag mal, Diablo 2 war es der zweite Akt. Oder du bist so krass. Das wird nichts. Bleib zurück! Sie sind in den Feld! Das ist unmöglich. Seid vorsichtig. Sie sind ganz nah. Wo? Ihr hättet nie herkommen sollen. Die Dämonen werden eure Knochen verschlingen. Nein. Ihr wusstet, dass dies passieren würde. Ich bin eine Verzauberin. Die Wege der Magie und Illusion sind mir wohl bekannt. Ich heiße Arena. Was führt euch hierher? Nun, ich bin auch auf der Suche nach jemandem. Aber wartet, ich mache euch den Weg frei. Dankeschön. Hauptmann, hinter euch! Schützt das Volk! Eisenwölfe! Das wird nichts. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten die Lakoni heute gut gegessen. Gibt es von denen auf dieser Straße noch mehr? Noch schlimmer. Kultisten wirken in zwei ihrer Wüstenverstecke Zauber, um die Brücke über die schwarze Schlucht zu verhüllen. Lasst uns nach Norden gehen, zum heulenden Plateau. Die Magie der Kultisten scheint von dort auszugehen. Alles klar. Hier ist noch eine Illusion. Die Kultisten haben versucht, ihre Spuren zu verwischen, aber ihre Zauber sind schwach und es ist leicht, ihnen entgegenzuwirken. Wenn wir diesen Spuren folgen, können wir ihre Verstecke finden und die Rituale stoppen. Ich werde alle weiteren Spuren ihrer Magie finden. Das wird nichts. Mehr versteckte Fußspuren.
Ja, mal gucken, ob ich irgendwie was finde. Im schweren Fußboden hin oder her. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das wird nichts. Es gibt noch eine Höhle. Diese Höhle ist erstmal hin. Das war es total wert. Sack. Größten Teil. Das wird nichts. Was für eine Scheiße. Sehr negativ eingestellt. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das wird nichts. Das wird nichts. Das ist unmöglich. Okay.
Nee, ich bin nicht konzentriert. Ich bin bloß gerade am Überlegen, wie lange wir jetzt hier gleich noch weitermachen werden. Deswegen war es jetzt gerade so ein bisschen ruhig. Den können wir die Höhle verlassen haben und dann dementsprechend das gefunden haben, was wir suchen. Das ist unmöglich. Wird dann das bereitet für die Tür gerade aus dem Leben werden? Das ist ja. Ich habe schon in vielen verschiedenen Videos. Ja, das kann ich nicht tun. Ich glaube, es war in den WoW-Videos. Es ist ja nicht damit getan, dass ich jetzt hier sitze, wie es will, sondern ich muss ja auch nachgehalten werden. Es wird nichts. Irgendwo gespeichert werden, dass es irgendwann nochmal wieder auftauchen kann, falls da irgendwas ist. Dementsprechend muss ich dieses Video jetzt runterladen dann. Ich muss es, oder ich werde es dann zu YouTube rüber transportieren. Das sind noch ein paar kleine Geschichten, da müssen noch ein paar kleine Anpassungen gemacht werden. Ja, ist jetzt hier wieder auf höchstem Niveau, aber man kann es ja mal erwähnen, ne? So, und ich glaube, ich muss wieder zurück, weil ich dort lang muss. Moral, da muss er echt nochmal arbeiten. Ja, das ist echt nicht mehr da. So, was haben wir jetzt? Oh, die schöne Güte. Nein. Danke. Das kann ich nicht tun. Das ist unmöglich. Ich hasse diese Kugel. Jetzt weiß ich auch, wie gesagt, warum ich gestorben bin. Weil ich nicht auf diese Kugel geachtet habe. Ja, mach ich hin. So, jetzt wollen wir den Typen mal hier spuren. Zack, so. Weißt du, hier nur die Spuren. Seht nur, noch mehr Verstecke. Das ist eins der Verstecke der Kultisten. Ja, dann machen wir ihr Ritual Platten. Hält die Illusion aufrecht. Wovon spricht ihr eigentlich? Das Ritual ist unterbrochen! Ja, das ist unmöglich. Tötet die Gefangenen! Das sollte die Illusion schwächen. Ich hatte alle Hoffnung verloren. Seid gesegnet. Akarat segne euch. Mit heiligem Zögern. Das kann ich nicht tun. Sieben Herrscher der Hölle. Denn sie sind die größten der Dämonen. Und selbst ihre Namen zu flüstern, scheint die Luft um sich herum zu vergiften. Sie werden unterteilt in die geringen Übel. Belia. Seht nur, noch mehr versteckte Fußspuren. Nee, nee, nächstes Mal ist aber hier. Tun.
unmöglich. Auch dieses Wissen, das ist unmöglich. Unmöglich. Seht nur, noch mehr versteckte Fußspuren. Wo denn? Da. Ja. Aber ich vermute, wir laufen in die falsche Richtung. Alles klar. Nein. Wart ihr schon einmal in Caldeum? Nicht so. Das ist eins der Verstecke der Kultisten. Ihr Ritual hält die Illusion auf. Solange ihr nicht auch eine Illusion seid. Fleisch! Nein. So, das sollte die Magie des Zirkels aufheben. Sie haben meine... Ich schulde euch mein Leben. Ja. Wer bist du denn? Du siehst auch nicht ganz so gesund aus, Kollege Schnellschuh. Sagt mir, was habt ihr vor, wenn Magda tot ist? Den Dämonenfürsten töten, den sie dient. Wie seltsam. Ihr müsst derjenige sein, den ich hier finden sollte. Das ist unmöglich. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ihr meine wahre Geschichte erfahrt. Ich bin nicht aus Caldeum. Ich habe diese Zauber vor 1500 Jahren gelernt. Meine Schwestern und ich hatten uns einem Mann von großer Macht verschrieben. Wir nannten ihn den Propheten. Er hat uns ausgebildet und in einen magischen Schlaf versetzt, damit wir in dieser Zeit erwachen. Ich soll die Invasion der Herrscher der Höllen verhindern. Der Prophet? Ich habe noch nie von solch einer Person gehört. Aber eure Hilfe nehme ich gern an. Ja. Was kann sie denn, junge Dame?
zum Außenposten von Kasim. Ihr werdet ihn im Norden finden. Es ist allerdings noch ein recht weiter Weg. Das ist unmöglich. Das wird nichts. Nein. Das kann ich nicht tun. Oh, kannst du. Das kann ich nicht tun. Der hat das gesagt. Die Leichen. Hab ich schon gesehen. Okay, da ist ändern. Dachte, da geht's noch weiter. Gut. Ja, eigentlich wollte ich jetzt hier an der Stelle mal Cut machen, aber das ist unmöglich. Ein paar Minuten gehen noch. Quatsch, du immer so viel Mädel, dann tausche ich dich gleich wieder aus gegen den Schuft. Das wird nichts. Die Kultisten scheinen sich dieses Mal nicht mit Trugbildern zu behelfen. Der Weg ist verstanden. Ich muss am besten über den Außenposten von Kasim. Okay, diesmal ist anscheinend wirklich dicht. Dann müssen wir kurz noch hier rein, den Keller leeren. Helft mir! Ich will nicht sterben! Versuchen wir jetzt noch diesen Außenposten. Gucken mal, wie lange das jetzt dauert. Das ist unmöglich.
wohl zu fühlen. Das ist nicht meine Absicht. Das ist unmöglich. Das wird nichts. Ja. Ich dachte, das geht schneller, ne? Weil ich hatte das Ding, ja, ich weiß, bei Diablo werden jedes Dungeon, egal wie oft du da reingehst, jedes Mal anders. Aber nein, es ist nicht anders. Das kann ich nicht tun. Kugeln und dieses Gift, das ist ein Problem. Was ist das, wenn du diese Dauerschaden bekommst? Also, ja, was einen doch töten könnte. Unmöglich. So, Identifizierung und ja, Endeffekt. So, was war da? Nichts, nichts, nichts. So, jetzt haben wir hier irgendwo, frag mich nicht wo, doch da. Die Diamanten. So, haben wir nicht. Perfekt, so.
Ja, ich weiß, da ist noch eine Fähigkeit, aber ich bin mit dem Setup der Fähigkeiten aktuell so zufrieden, dass ich da nichts anderes... Belial, Herr der Lügen, ist der am schwersten zu fassende unter den sieben Übeln, sowie ein Meister der Täuschung. Man sagt, dass er es war, der Asmodan zu einer Revolte gegen die großen Übel anstiftete. Damit begann der Bürgerkrieg der brennenden Höllen, der mit dem dunklen Exil der großen Übel in unserer Welt der Sterblichen endete. Nein. Wer bist du? Seid gegrüßt, Meister Methan. Was habt ihr hier entdeckt? Mächtige Geister suchen diese Ruinen heim. Ich war nicht stark genug, sie zu besiegen, aber ich konnte sie einsperren. Ich fürchte, der Kult, der die Region heimsucht, wird versuchen, sie für ihre lästerlichen Zwecke zu missbrauchen. Wenn ihr es wagt, könnt ihr versuchen, sie zur Ruhe zu betten. Aktiviert die Totems, um die Geister freizulassen, und seid auf einen Kampf vorbereitet. Gerne doch. Das wird nichts. Ihre wütenden Stimmen hören? Nö. Es verbleiben noch immer einige von ihnen. Nur noch eins. Die Toten sind hinterlistig, Freund. Vergiss das nicht. Erzähl mal eine andere Geschichte, Mädel. So, wo ist das weiter? Dann ihren Frieden wiedergegeben. Meister Methan wird erfreut sein. Ihre Stimmen schwinden. Das Heulen der Geister lässt nach. Ihr habt ihnen Ruhe verschafft. Halt! Hört ihr das? Der Zirkel! Das wird nichts. Wir haben die Pläne des Zirkels vereitelt, aber ich befürchte, sie werden noch andere, dunklere Mächte finden, derer sie sich bedienen können. Habt Dank und geht mit dem Segen Rathmars. Dankeschön, Meister. Vor 20 Jahren ist mein Mentor den Mächten des Bösen gegenübergetreten und siegreich aus der Auseinandersetzung hervorgegangen. Ich werde seine Leistungen nie übertreffen können, aber ich werde versuchen, die wütenden Mächte, die drohen, diese Welt zu zerreißen, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. In der Nähe von Caldeum sind die Geister ruhelos. Ich muss sie besänftigen. Das Valrus-Manuskript beschreibt Asmodan als den besten Befehlshaber aller Dämonen, der die Engel schon oft in ewigen Konflikten in Ebenen des Wahnsinns sowie die großen Übel in dämonischen Bürgerkrieg besiegt. Das kann ich nicht tun. Sollte der Herr der Sünde unsere Welt je angreifen, haben wir wahrlich viel zu befürchten. Das kann ich nicht tun. So. So mit O. Gut. Hier sind wir raus. Ja.
jetzt schnell noch zu dem Lager und dann ist es wirklich, wirklich, wirklich Ende für heute. Nicht für, also nicht komplett Ende für heute, sondern Ende für Diablo 3. Wobei ich jetzt schon wieder nur vielleicht sitzen muss. Kommt drauf an, wenn ich nachher noch Lust habe, mehr Lust habe als Hauptmann der Wache. Euch wird hiermit befohlen, eine Truppe eurer loyalsten Männer auszusenden, um den Außenposten von Kasim zu sichern. Die Kontrolle über die Stadt hängt am seidenen Faden. Das Fußvolk wird unruhig und es ist von größter Notwendigkeit, es unter Kontrolle zu bringen. Bleibt wachsam. Es ist möglich, dass sich bereits ein Eindringling... Öffnet das Tor. Ihr seid wohl von Sinn. Aber wenn ihr euch unbedingt kopfüber in den Tod stürzen wollt, dann sprecht mit Hauptmann David im Kommandoposten. Er hat den Schlüssel zum Tor. Alles klar, machen wir, weil wir wollen uns unbedingt in den Tod stürzen. Aber nicht jetzt hier. Wir gehen jetzt zurück in die Hauptstadt, werden da nochmal ein bisschen... Wir gucken mal, wo wir jetzt hingehen können hier. Dann noch ein bisschen was verkaufen. Ja, das ist verschieden. Wir gehen ins versteckte Lager, verkaufen noch ein bisschen was. Und ja, was ich eigentlich sagen wollte, vielleicht habe ich nachher doch noch Bock, man soll niemals nie sagen, vielleicht habe ich nachher doch noch Lust, ein bisschen mehr Diablo 3 statt WoW zu machen, oder? Ich würde gerne mehr über eure Brust. Da gibt es ja nicht das gerne. Ja. Das ist unmöglich. Mehr. Diablo 3 zu spielen, vielleicht Lust, vielleicht auch nicht. Kann auch sein, dass ich sage, okay, alles klar, das war's für heute wirklich. Und es kommt was anderes. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es an dieser Stelle echt noch nicht. Ich bin noch am Überlegen und hin und her und jo, lasst euch überraschen. Dementsprechend, das war's jetzt erstmal für den Moment. Ja, für den Moment. Ich komme wieder. Werde jetzt hier Pause machen. Mit dem Totenbeschwörer. Und ja, wir werden schauen, was demnächst noch kommt. Alles klar. Bis später, bis nachher, bis dann, bis ja, viel Spaß.